Willkommen zur 11. Folge der Let's Play-Serie. Ja, wir haben zuletzt hier die Stadt ein wenig vergrößert, Stufe 2 überall reingepackt. Auch das hier, der Beton, das hat dann auch noch uns ein wenig weitergebracht. Wir sind inzwischen auch von den Ziegeln weg. Forschung auf Stufe 2 haben wir auch und die Probleme, die da zwischenzeitlich mal aufgetreten sind, gerade hier was Kupfer und Elektronik angeht, die haben wir irgendwie auch einigermaßen auf die Reihe gekriegt. Im Moment ist es gerade wieder noch ein wenig Kupfer, aber müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, mal sehen. Wir haben ja hier etwas im Lager und wir haben hier quasi, der ist hier mit Unity verdoppelt, quasi 6 Herstellungen und sollte normalerweise, wenn alles hier durchläuft, dann ist an sich mehr als ausreichend, will heißen, wir haben hier zusammen von diesen beiden Elektrolysen zusammen fast 40 Kupfer, was hier produziert wird pro Zyklus. Und die 6, die wir hier haben, also wie gesagt, 5 und einer, 4 und ein Doppelter, sind denn 6, die brauchen nur 24, also wir haben an sich reichlich von dem Kupfer im Moment hier. Naja, gut, aber das war zuletzt denn doch etwas wenig, aber jetzt läuft es dann, glaube ich, doch ganz ordentlich hoch. Und nun gut, also was sind die nächsten Aufgaben? Ich habe ja hier zuletzt auch mit dem Wasser noch ein wenig herumgespielt. Müssen wir mal aufpassen, inwieweit sich das hält. Ich würde schon davon ausgehen, wir haben jetzt hier insgesamt 4. Wobei, nein, das stimmt nicht. Der ist noch gar nicht aktuell, doch, der ist schon richtig. Hier sind 3 und hier ist einer. Das heißt, aktuell haben wir 4 aktive Grundwasserpumpen und das dürfte schon ziemlich in die Richtung gehen, dass wir abfallen. Ich meine, wir fallen sowieso ab, aber weiß nicht, der Regen, der denn doch ab und an mal kommt, der füllt es wieder auf. Ich habe hier noch eine 5. platziert, kann sein, was wir die irgendwann brauchen. Mal sehen, die Rohre sind auf jeden Fall da und auch die Wasserlieferung müssen wir mal beobachten. Also mit 3 Pumpen ist es kein Problem gewesen. Da haben wir das nicht leer gemacht. Ich meine, das ist ja das Schöne, zumindest mal beim Grundwasser. Das wird nicht verbraucht im Gegensatz zu manch anderen Rohstoffen. Wir können auch mal wieder noch einen Blick auf unser Erdöl werfen. Wir haben hier noch knapp 18.000 Rohöl. Und nun ja, ich denke mal, das ist die nächste Geschichte. Auch hier questseitig wird uns das ja ein wenig unter die Nase gerieben. Ziel für eine Schnecke eigentlich. Es gibt keinen Grund zur Eile, dieses Ziel. Lassen Sie sich Zeit, achten Sie. Aha, interessant. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Das ist ja witzig. Was haben wir denn hier noch so über? Nein, nein, wir wollen das nicht. Zeigen gesperrte Ziele rauskommen. Nee, das werden wir alles ausblenden. Wir sind neugierig. Also, wir sind nicht neugierig. Wir warten auf die Dinge, die da kommen. Nun gut. Produktionsseitig, wie ist denn das hier eigentlich? Jetzt schaue ich gerade hier. Ach so, da fehlt uns das Eisen. Ja, naja, gut. Mit dem Eisen müssen wir mal nochmal sehen. Das hatte ich zuletzt ja auch schon geschaut, irgendwo kommen wir da gerade nicht so gut hin. Das hängt vor allem mit der Kohle zusammen, die uns doch gerade ziemlich stark abgeht. Und naja, da müssen wir mal schauen, die wir hier so, ja, das ist echt die Bagger, die wir haben. Habe ich hier noch gar nicht auf Kohle eingestellt per Default. Die haben gerade hier noch andere Sachen rangeholt. Das ist eine Geschichte, die müssen wir sehr schnell lösen jetzt hier. Naja, mal sehen. Es ist natürlich sowieso die Geschichte, gerade hier, was den Abbau angeht. Ich habe hier einiges markiert. Da müssen wir mal sehen, wie wir mit der Kohle noch hinkommen. Es geht schon so einigermaßen. Aber mehr als einigermaßen kann man nicht sagen. Ich nehme das hier unten mal gerade auch weg. Das können wir uns im Moment nicht leisten. Ihr müsst hier alle Kohle ranholen, sonst fliegt uns das hier alles um die Ohren. Das ist viel zu wenig hier, was wir da haben. Aber naja, gut, wird sich finden. Wir brauchen. Ich hier gerade noch wieder Sachen markiert und außerhalb gelegt. Ja, hier habe ich. Zwar nur knapp, aber habe ich. Okay, na dann. Nehmen wir den Bereich mal auch wieder noch hier unten. Machen wir ein kleines bisschen größer. Geht das schon? Müssen sowieso sehen, wenn wir hier tief reingraben, denn werden hier auch Dinge runterfallen. Sehr viel Gestein hier drunten, unten drunter ist schon auch noch einiges an Kohle. Das Problem ist nur, sagen wir mal so, hier unten ist Kohle, darüber ist aber einiges an Gestein. Und wenn wir ein bisschen weiter in den Berg reingraben wollen, um dort auch unten die Kohle rauszuholen, fällt uns hier drüber halt die Steine auf den Kopf. Naja, auf den Kopf zum Glück nicht so ganz.
Trotzdem, wir werden das eben auch wegschaffen müssen und es wird zunehmend eben mehr Gestein sein im Verhältnis zu Kohle. Und das wird dazu führen, wir brauchen auf jeden Fall mehr Bagger hier. Da ist auch schon ein Bagger, ja, den werde ich auf jeden Fall auch in die Kohle stellen. Dann kommt gleich der nächste Bagger und auch, naja, wir müssen hier weiter vorwärts kommen. An dieser Stelle die nächste Aktion, wir haben ja gerade geschaut, die nächste größere Bauaktion, das wird ohne Zweifel dann hier das Frachtdepot sein, mit dem wir Rohöl importieren. Die Schnecke hier, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, die hat grundsätzlich schon recht, wir haben keine Eile, wir haben ja aktuell noch Rohöl, das geht. Aber ja, wir können halt hier nicht einfach das Frachtdepot, hier ist es, irgendwo hier auf die freie Fläche setzen. Es muss halt irgendwo aufs Wasser, logischerweise. Es ist ja nicht wirklich verwunderlich. Und im Moment können wir das noch nicht. Wir schütten hier gerade noch etwas auf. Das wäre die erste Position, wie es geht. Und wenn wir da oben schauen, dann müsste. Ach gut, das ist wieder hier mit der Darstellung. Ich denke, wir müssen hier noch vier Teile aufschütten. Dann haben wir es. Dann sollte das gehen. Und im Rückraum davon, in diesem Bereich, werden wir dann eben auch hier die hier geforderten Destillierungen aufstellen. Und aus dem Rohöl dann auch wieder Diesel herstellen, aber auf eine effizientere Art, wie wir das hier machen. Es ist keine Eile, das hat man gerade gesehen. Wir haben noch genug von dem Rohöl, aber ja, wir müssen es eben vorbereiten. Vorbereiten heißt in dem Fall vor allem hier aufschütten. Gut, naja, hier wird das Eisen benötigt und wie gesagt, für das Eisbau vor allem die Kohle. Ich werde mal hier die Sache etwas forcieren, über etwas. Wir sollten auch hier. Naja, müssen wir mal gucken. Die Energie ist natürlich auch sehr wichtig. Allerdings hat die den Vorteil, die sitzt an der Quelle hier, was die Kohle angeht. Wird hier durchgeleitet. Und ja, also wenn wir irgendwo hier Kohle abbauen, dann fliegt die natürlich hier rein. Und hier die Energieversorgung, die wir haben, das sind die ersten, die dann auch die Kohle abbekommen. Andere müssen erstmal warten noch, aber ja gut, das ist ja durchaus so gedacht. Unseren Kredit hier, na, wir könnten natürlich ja auch mal wieder noch einen Kohlekredit machen. Das bringt uns dann auch Erdöl. Ich denke, ich werde das machen. In dem Fall kommen wir her. Wir gehen auch hier wieder auf Kohle. Wir kriegen ja denn jetzt mal 4 Darlehen, 400 Kohle. Die muss man natürlich auch zurückzahlen, aber ich denke, das kriegen wir hin. 4. So, jetzt haben wir erstmal wieder genug. Aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt erstmal nur geliehen. Das müssen wir zurückzahlen, auch mit Zinsen. Aber die Zinsen an der Stelle sind relativ klein. 8%, das kriegen wir schon hin. Wir brauchen an der Stelle definitiv noch einen weiteren Bagger. Andererseits ist es auch so, wenn die jetzt hier graben und nicht hier hinten nur die Steinchen rausholen, dann sollte das eigentlich ohnehin einigermaßen funktionieren. Naja, gut, müssen wir mal beobachten. Erstmal liegt die Kohle hier drin, wird jetzt auch abtransportiert, aber dann müsste das hier oben auch wieder besser laufen, ja. Okay, werden wir mal sehen, ob das dann wirklich so ist. Hier steht auch jemand, der wird wahrscheinlich seinen Kalkstein nicht los, weil der ist hier auch voll. Na gut, aber damit kann ich leben. Diese Sortieranlage ist im Wesentlichen für Kalkstein und das dazugehörige, den Abraum. Da wird auch noch von hier Steine und Erde reingetan, aber Rohstoffe bauen wir hier nicht ab. Hier ist es eigentlich nur, dass wir uns hier zusätzlichen Freiraum für später zusammensuchen. Ja, na gut, okay. Na, dann machen wir hier weiter. So, es regnet gerade mal wieder. Haben wir hier auch eingestellt, dass wir hier den Regen sammeln und der Regen denn hier auch primär genutzt wird, um hier unsere Betonherstellung, ja, unterstützen. Wie man aber gerade sehen kann, wir brauchen gar nicht so viel Beton, wie wir aktuell hier irgendwo drin stehen haben, weil das ist alles voll. Beton ist reichlich da, da haben wir keinen Mangel. Einerteile sind inzwischen hier auch beide Lager voll. Die Zweierteile sammeln sich auch. 180 ist ja ein Lager. Dann haben wir hier an der Stelle an sich auch ein bisschen. Naja, wir haben im Moment nicht so viele Bauten, das merkt man denn doch deutlich. Und wir warten vor allem zum einen, dass wir hier unsere ja, Bagger-LKWs weiterbauen können. Und ja, das ist die Kohlegeschichte. Wie gesagt, ja. Na gut, du brauchst dann hier eben auch noch Eisen. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum man hier die zweite Schwungrad da nicht durchzieht. Aber gut, das wird dann schon auch laufen. Mal gucken.
Okay, also du hast diesen Teil da. Wie sieht das hier mit den Aufschüttungen aus? Okay, das geht. Gut, da muss man abwarten, das wird schon. Wir können mal ein wenig weiter in die Zukunft schauen. Was brauchen wir denn noch so demnächst? Hier oben wollte ich, na, das kann ich eigentlich schon mal platzieren. Da kommen noch zwei Felder hin. Inzwischen haben wir den Bereich freigeräumt. Ich sollte auch wieder schauen, wie das perspektivisch denn mit der Bewässerung bei den bewässerten Farmen ist. Aber wenn ich das hier drehe, das müsste eigentlich gehen. Einer hier und einer drüber. Das wäre einer hier und einer so. Das wäre die Idee. Ich würde sagen, den Wasseranschluss und damit auch den Teil von den verbesserten Farmen, den würde ich hier an die Stelle legen. So, insofern müssen wir mal gucken, wie wir das hier fast hinkriegen. Ja, das geht. Unten. Naja, klar, wenn wir unten noch weiter ein wenig planieren, also naja, da wird nicht planiert, da wird einfach aufgeschüttet. Da könnten wir wahrscheinlich auch noch etwas weiter, sagen wir mal, hier irgendwo so hin. Aber im Moment geht das noch nicht und ich habe so auch das Gefühl, wenn wir da aufschütten wollen, das dauert eine ganze Weile. So, der Anschluss wäre dann hier. Mal gucken, wie drehe ich denn das? Da werden wir keine Förderbänder hinstellen, um irgendwo das Zeug abzuholen, aber bewässern werden wir halt müssen. Insofern vielleicht dann so. Ich das so runter hier. Zwei frei. Dann wäre hier der Wasseranschluss und hier und da können wir die eigentlich hier lang führen und hier runter und dann irgendwo hier anschließen. Das wäre mal so der Gedanke. Aber wir haben eigentlich ausreichend Lebensmittel. Was wir allerdings brauchen, deshalb werde ich die erste Form doch hier hinstellen. Nehmen wir auch gleich Humidity. Das sind Bäume. Muss man eben auch anpflanzen. Das soll man nicht aus den Augen verlieren. Und das werde ich ja parallel beim Warten auf da unten angehen. Wir können trotzdem ein wenig Kartoffeln, ja, warum nicht? Machen wir Kartoffeln und Bäume im Abwechseln. Wobei, weißt du was? Solange wir eigentlich 2,8, wobei, naja, wie gesagt, mit den Bäumen bewässern werden wir es auch müssen. Also so 2,8 und Kartoffeln, dann haben wir etwas weniger Bäume. Na gut, zieht das da hoch. Lass mal hier das, dann nehmen wir aus dem dicken Rohr raus. Oder ja, das werden wir machen. Da sollte denn Abzweig aber ein dünnes genügen. Kann ich hier irgendwo einen Abzweig ansetzen? Das ist einigermaßen schwierig. Hier oben geht ja. Wenn ich hier abzweige, das könnte dann auch zugeschüttet werden vielleicht. Das ist mir an sich lieber. Lass uns mal etwas hier nach oben gehen. Und dann hier wie üblich kurz hinter der Kuppel lang. Naja, kurz, der ist ja nicht gerade kurz, aber egal. Wird sich finden. So, dann. Du hier. Wo ist denn das? Ach, das fällt erst dahin. Naja. So. Irgendwann hier. Jetzt nämlich oben rum. Der Felswand in dem Fall. So, ganz schön hoch, aber. Ach Gott. Wir wollen hier heute keinen Schönheitspreis gewinnen. Es soll nur funktionieren und möglichst auch einigermaßen effizient. Das sind die wesentlichen Aspekte. So, jetzt sind wir hier oben. So, komm. Jetzt machen wir den erstmal bis hier. Dann können wir hier den hier anschließen und den da. Machen wir das erstmal so. Gut. Naja, doch, wir werden das hier auf zwei machen müssen. Verbessern. Das geht gar nicht anders. Also, wir haben ja momentan hier die notwendigen Dinge. Elektronik und Zweierteile. Also mach mal. Genug. Naja, das ist gar nicht so übel. Hier haben wir, wie gesagt, dann noch ein Feld. Das wird irgendwann dann auch wieder Kartoffelgemüse, wenn wir es brauchen. Aber aktuell ist es noch nicht so weit. So.
Die Felder, na gut, die sind halt auch riesig, ehe die dann immer gebaut und abgegrenzt sind. Das dauert wirklich. Wenn ich die Sachen hier durchziehe, das ist irgendwie auch mal witzig. Na gut, tja, hier wird es hier noch nicht. Die Kohle geht auch weiter runter hier. Das ist alles noch nicht so doll. Wir werden mal hier. Das hat keine ganz große Prio. Dann nehmen wir mal den hier noch dazu. Du kriegst hier auch als Priorität Kohle. Dann haben wir da vier. Ist, glaube ich, besser. So, also dann Wasser. Geht nicht, doch geht. Passt und schnell liefern. So, na gut. Im Moment ist hier nichts, auch so, weil ich das vorher eingestellt hatte. So, das heißt, du produzierst uns dann ein paar Bäume, machst nebenher auch noch ein bisschen Kartoffeln, wo die sich dann da unten von ernähren können. Gar nicht übel. Das, sowohl Bäume als auch Kartoffeln müssen dann irgendwo LKWs abholen. So, und als erstes Aufforstungsgebiet. Oh, jetzt muss ich aufpassen hier mit der Verdrehung, dass ich da nichts falsch mache. Ist hier geplant. Hier haben wir noch viele Bäume, die wir abholzen können. Ich werde in die, irgendwo in die Mitte. Da ist der Forstkontrollturm. Du gehst mal hier rein. Ja. Und kriegst auch ein Lager hin, wo wir Bäume reintun können. Das müsste das Stück mit Lager sein, ja. Juckbau. Rein da mit dir. Und nochmal. So, und er braucht natürlich den, oh ja, brauchen wir dann natürlich auch die entsprechenden Holzpflanzer, wobei einer würde reichen, müssen wir es nicht übertreiben. Baumpflanzmaschine. Machen wir das nach. Oh, guck mal, das erste Eisen kommt wieder hier. Es ist aber auch, naja, gut, das wird sich irgendwie schon finden. Du ziehst den mal ruhig hoch, gehen wir hier offenbar Holz dran und dann machen wir die Sachen rein. Nächsten Bagger, 1, 2, noch ein Bagger und dann sind wir hier bei 45 und insgesamt 14 Baggern. Als Bagger haben wir denn einige. Wir würden einen. Also hier brauchen wir auf jeden Fall einen weiteren. Vielleicht brauche ich auch noch einen fünften hier bei Kohle. Müssen nicht mal beobachten, wie weit das hier genügt. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Und dann würde ich hier auch mal noch freigraben und planieren. Da kriegen wir dann auch wieder noch Bergbaukontrollturm. Stellen wir mal hier hin. Ja. Und dann geht er einmal flach. Ja. Machen wir uns mal hier ordentlich flache Fläche. Ich denke, da wird denn, wenn wir das denn geschafft haben, weil wir immer die Forschung hin verlagern. Ist irgendjemand außerhalb? Das sieht alles ordentlich aus. So, einigermaßen. So. Weil im Moment haben wir die Forschung hier. Das ist auch okay, wir brauchen den Platz nicht. Allerdings sollte man doch immer ein wenig an die Zukunft denken. Und die Zukunft ist hier an dieser Stelle. Ein kleines Problem, was irgendwann mal auftreten wird, das ist nämlich, wo bringt man weitere Siedlungen hin? Weil natürlich werden wir mit den insgesamt maximal 460 Leuten nicht hinkommen. Wir können das hier noch auf Stufe 2 upgraden. Und danach sollte es auch noch möglich sein, hier und hier noch weitere Unterkünfte hinzusetzen. Das ist es dann aber. Mehr als diese 6 kriegen wir hier nicht hin. Das wird uns eine ganze Weile weit bringen, aber es wird nicht genügen. Wir werden noch weitere brauchen und die grundsätzliche Idee ist, hier noch 3 weitere hinzubringen. Die habe ich auch schon mal erwähnt. Das müssen wir dann natürlich, das ist leider nicht hier dran, an den anderen Häusern, aber es funktioniert nicht wirklich gut. Wir haben hier, werden hier noch eine Tiefebene weiter runtergraben müssen für mehr Kohle. Deshalb können wir in diesem Bereich nichts weiter hin tun. Wir könnten theoretisch natürlich hier auf der rechten Seite, da wäre der Platz. Aber dann gehen wir wieder unsere Felder auf, die wir hier auch so schön hingesetzt haben. Dann müssten wieder die Felder woanders hin. Und eigentlich sind die Felder weniger flexibel, weil die größer sind.
Für die Häuser kriegen wir schon noch andere Ecken. Und wie gesagt, das wird dann in diesem Fall hier passieren. Da kriegen wir hier drei so nebeneinander. Wir müssen dann an der Stelle natürlich auch wieder schauen, dass wir alles eigene Service-Gebäude haben, so wie wir das hier haben. Das wird kein Problem sein mit der Nahrung. Abfall wird auch gehen. Wir werden allerdings dann eben ein kleines Problem haben mit dem Wasser. Wobei, Wasser stimmt nicht ganz. Da könnte sogar das... dieses Wasser hier reichen, dass wir das da auch noch mit reinnehmen. Aber wir haben hier natürlich ein Problem mit Abwasser, weil irgendwo muss das natürlich hin. Und die prinzipielle Idee wäre dann, irgendwo ein Rohr hier runter zu legen. Und darum hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, als wir hier gegraben haben, dass wahrscheinlich hier irgendwann mal eine Rampe hin muss, damit wir nämlich das Rohr darunter durchkriegen. Im Moment ist das noch nicht so. Wie gesagt, wir haben hier auch noch zwei weitere Positionen, wo wir Siedlung hinkriegen, aber das ist mal die Perspektive. Und das heißt dann natürlich auch, dass dieser ganze Teil hier verlagert werden muss. Gut, das mit dem Wasser, das ist gerade ja auch nur so ein kleines, ich sag mal, Zubrot zu unserer eigentlichen Wasserzuleitung hier. Das kann grundsätzlich mal alles weg. Ich würde dann auch hier diese Sortieranlage, die kann hier daneben, wenn wir denn hier freigegraben haben, naja, und wie erwähnt, die Forschung, die sollte dann irgendwann eben hier hin. Da haben wir genug Platz, können wir denn demnächst dann auch auf höhere Forschungsstufen gehen, vielleicht auch noch zusätzlich mehr Forschungslabore. Und irgendwo hier hinten haben wir schon so einen Anschluss gekriegt, da werden wir dann vielleicht auch noch Recyclingmaterial rausholen. Also das ist mal grundsätzlich so die Idee an der Stelle. So, das war dann die Sache hier mit der Energie. Na dann komm, wo haben wir sie denn jetzt? Ich denke hier, ach so, bei Siedlung. So. Den können wir hier mit dran tun. Reich rüber. Damit hat die Siedlung denn hier auch Energie. Das sollte auch wieder weitere Einigkeit bringen. Und auch der so, also mal gucken, wenn er so lange das halb 1, halb 2 ist, also gut, jetzt hat er das hingekriegt, das ist auch schon gleich deutlich grüner. Okay, gut, das ist ja schon mal klasse, das war aber schön, dass ich das gerade auf hatte. Na gut, dann können wir das erstmal so lassen. Ich habe gerade schon drüber nachgedacht, dieses auf Stufe 2 raufzuziehen. Wir brauchen das aktuell nicht unbedingt ganz dringend, aber andererseits ist vielleicht der Moment gar nicht schlecht. Komm mal her, mach mal ruhig vor das rein mit der Unity, denn wir haben gerade ordentlich Zweierteile und dann ist die Sache an der Stelle mal durch. Jo, okay, ich würde sagen, dann wollen wir jetzt sammeln für die dann entstehenden Destillationen für das für den Treibstoff. Jo. Kohle geht inzwischen hoch, das ist gut. Auch hier aus dem Abbau und jetzt nicht mehr nur aus der Kreditaufnahme, die wir da hatten. Das ist schon gar nicht übel. Dann haben wir vielleicht jetzt hier auch wieder Eisen, ja. Das funktioniert, aber ich denke mal, wir werden, wie erwähnt, dann noch einen fünften hinsetzen müssen. Das wird sonst hier nicht reichen, das ist zu wenig. Aber muss man mal beobachten. Na gut, ich meine, wenn wir jetzt hier ein paar mehr haben, wie erwähnt, ist natürlich etwas unglücklich, weil wir im Verhältnis, das vielleicht hier, naja gut, das kommt halt neben der Kohle auch immer noch ein bisschen Erde von hier oben, was da runterrieselt und Gestein kommt dazu und das führt halt dazu, ja, wir kriegen eben hier eben, wie gesagt, auch Erde und Gestein. Ist aber gar nicht so übel, weil wir können das ja brauchen, um hier die Dinge aufzuschütten, wie wir das an der Stelle daher machen wollen. Insofern ist es gar nicht so schlecht. Wir müssen nur einen größeren Aufwand für die Kohle betreiben, will heißen mehr Bagger, aber das können wir ja machen. Also das sollte schon funktionieren. Okay, so, wie sieht es hier inzwischen aus? Da gibt es gleich Bäumchen, alles klar. Und naja, hat hier schon meckert schon, dass er hier keine Felder hat. Dann wollen wir das mal zuweisen hier. Hier den Bereich, alle können wir natürlich nicht erreichen. Ich denke, alles, was gerade gelb ist, das ist unfruchtbar oder nicht erreichbar. Und da müssen wir denn an sich die Felder ausblenden. So, also, es funktioniert so einigermaßen, auch immer mit dem Rechtsklick. Das ist, ja, naja. Ich weiß nicht, weil manchmal,
macht das, so wie jetzt gerade in den Versuchen. Da funktioniert das ja ordentlich, aber manchmal schließt er dann auch hier die Funktion. Ja, das geht hier zu sehr hoch, das sehe ich ein. Bevor wir da dauernd Fehlermeldungen kriegen, nehme ich die denn jetzt mal hier raus aus der Liste. Dann sagt er nachher immer, kann Grenzposition nicht erreichen oder so ähnlich. Da wird schon vielleicht noch mehr dazukommen, aber die hier werden auf jeden Fall nicht gehen. Ich meine, wenn man sich das anguckt, das ist ziemlich offensichtlich, warum es nicht geht, hier wo wir die Gebäude haben. Die natürlich gleich ist. So. Erreichbarkeit müsste eigentlich gehen. Aber das werden wir dann sehen, wenn die Pflanzmaschine da ist. Das wird er dann auch anzeigen, welche Gebiete er rankommt. Aber ich glaube schon, da müsste ja eigentlich grundsätzlich überall rankommen. Und da, wo man nicht pflanzen kann, das ist halt einfach da rot. Na, jetzt hat das wieder mal zugemacht. Das hat aber sehr lange funktioniert. Vielleicht, wenn ich nicht so genau in der Mitte drauf bin. Na gut, wir haben es aber gleich geschafft. So, so. Wir wollten einfach raus. So, du auch weg. So, das heißt, das ist dieser Teil. Und dann haben wir natürlich auch noch, wo wir denn abholzen wollen. Das ist natürlich der gleiche. Und zwar bei 100% oder wir könnten eigentlich bei 80% auch abholzen, ja. So, das heißt, einer der Vollernter, den werden wir dann auch hier hinstellen. In diesem Bereich aber noch pflanzen wir hier nicht an und ja, gut, wobei ich könnte natürlich einen von denen trotzdem hier hinstellen. Dann wird es nur leer, wie an anderen Stellen auch. So nach und nach und wird halt nicht gleich wieder aufgeforstet, aber naja, gut. Wo robbeln die zwei denn hier oben? Die sind hier hinten schon mal. Oh, das ist halt sehr weit weg. Naja, aber hilft ja nichts. So ist das da mit der Entfernung. Na gut, okay. Denn, ja, es hängt am Eisen. Oh, mal gucken, wie das hier wird. Nein, wir hatten das ja schon mal. Da war hier alles leer. Da hing es am Eisen, glaube ich. Jetzt war die Kohle das Problem. Tja, naja, gut, aber. Es sieht aktuell trotzdem so aus, als ob die Förderbänder einigermaßen volllaufen. Wir werden das mal hier weiter beobachten. Unity plus 4,17. Warte mal, da haben wir doch bestimmt noch irgendwas. Wir werden mal bei Lebensmittelverbrauch reduzieren, ist Blödsinn. Ich werde mal das Bevölkerungswachstum hier erhöhen. Das steigt dann mal so langsam an. Gut, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich könnte natürlich auch das... das Leuchtfeuer noch nach wie vor nutzen, aber da werden wir einmal im Jahr eine Lieferung kriegen. Ich glaube, rein von der Menge der Arbeiter sind wir wahrscheinlich hier mit der hier eingesetzten Einigkeit etwas besser dran. Naja, andererseits, da kriegen wir kein Material. Na gut, lass mal gucken, wo stehen wir denn im Moment hier. Der zeigt das ja immer hübsch an. 12 Monate, 18 Flüchtlinge, ja, habe ich gerade gedacht. 18 Flüchtlinge, das wäre pro Monat anderthalb 0,4%, die wir hier gehabt hätten. Oh Mensch, wir müssen ja die Forschung haben, Mensch. Hatte ich gesehen, als die ausgelaufen war und dann habe ich es doch wieder vergessen. Also, gib mir mal hier die Gasverbrennung, das wäre hier schon wichtig, um hier ranzukommen. Das werden wir brauchen. In dem Moment, wo wir das. Ja, wo wir die Dieselherstellung einrichten wollen. Also, ja, doch, ich will das eigentlich schon. Dann haben wir hier auch die Verbrennung, die Verordnung. Biokraftstoff ist egal, Entsalzung werden wir brauchen. Stahl, vielleicht gehe ich dann wirklich an. Moment, hier die Stützmauer, die werden wir brauchen. Die Dinger, ach, naja, weil das ist 6. Vielleicht doch erst die Schiffswaffen oder eine Lagerung 2. Die etwas größeren Lager ist schon okay. Den Lebensmittelmarkt, der ist ganz nett. Im Moment aber noch nicht wichtig. Dann mache ich vielleicht doch erstmal gerade die Dinger hier rein. Und dann das Schiffswaffen, Schiffspanzerung machen. Biokraftstoff brauche ich wirklich nicht. Das sind die organischen Düngemittel. Na denn doch hier. Mais hätten wir auch schon. Mal sehen. Also gerade der Teil hier.
würde ich vielleicht sogar dem einen oder anderen, was ich hier oben ausgewählt habe, noch vorziehen. Aber naja, mal sehen. Lebensmittelmarkt und dann über Stahl zur Konstruktion. Jetzt habe ich hier 16 ausgewählt. Das wird eine Weile dauern. Na gut, aber egal. Das wäre mal so etwa die Idee. Vielleicht baue ich es auch nochmal um. Wie gesagt, im Moment wäre mir vor allem die Gasverbrennung wichtig. Die hätte ich gerne wirklich schon in dem Moment zur Verfügung, wenn wir hier die Destillation setzen. Dann plant sich das an der Stelle ein wenig besser. Okay. So, beim Kupfer dürfte wohl auch so etwa ja das die Kohle Mangel sein. Ja, wir brauchen einfach insgesamt mehr Kohle. Aber das ist ja keine Neuigkeit. Und wir haben uns ja auch schon darum gekümmert. Es ist ja schon wieder ein wenig besser geworden. Hier das Lager ist voll. Die Energieversorgung läuft, das ist gut. Und hier oben haben wir auch etwas priorisiert und dadurch läuft das mit dem Eisen eigentlich auch ganz ordentlich. Naja, aber man kann auch an der Stelle hier gerade schon sehen, hier die ganzen Mechanikteile, die wir haben. Die sind eigentlich reichlich. Ich habe gerade hier geguckt, dass der hier nicht voll liegt, aber ja gut. Wir haben eigentlich reichlich, das Lager ist auch voll, also an der Stelle ist eigentlich kein Problem. Denn sollte, wenn die hier alle voll gelaufen sind, dann sollte auch dieses Vorderband relativ bald voll laufen. Und dann sammelt sich hier Eisen an und dann können wir die anderen Dinge wieder auf die Reihe kriegen. Ja, das ist schon echt so eine Sache hier. Du kannst hier auf jeden Fall Eisen abholen. Machen wir mal hier. So, der ist schon eingestellt. Heieiei, das ist aber gar nicht übel. Da wird sich das erste ansammeln am vorderen. Wir brauchen natürlich Eisen. Wenn wir hier ständig das Eisen auf Null haben, dann kriegen wir doch diverse Probleme. Und das sollte nicht so bleiben. Na gut, okay. So, dann kommen wir vielleicht mal wieder nach unseren Stützen gucken, ob hier irgendwelche Rohre geborsten sind. Nö, hier ist nach wie vor die drei Dinger. Alles gut. Und hier mal die zwei Teile, naja, die schütten ja weiter fleißig runter. Was sieht denn hier aus? Hier hinten haben wir. Hier, sieht gut aus. Das ist auch okay. So, wo schütten wir denn im Moment hin? Nur hier unten hin. Da tut es nicht weh, also könnt ihr hier weiter schütten. Jo, wunderbar. Hier sieht es auch gut aus. Dann gucken wir mal wieder nach dem Wasser hier. Wir sind auf 18,2. Ja, das Grundwasser sinkt definitiv. Da werden wir für die Zukunft auch eine Alternative finden müssen. Die war gerade schon hier. Da ist die Alternative durch die einfache Entsalzung. Da werden wir mehr Wasser fördern und braucht halt auch wieder Kohle und erzeugt Sohle. Ist also nicht ganz so toll. Grundwasser ist schon besser, aber ja. Es ist, wie es ist. Wir müssen das gerade mal noch so hinkriegen. Jetzt regnet es gerade wieder. Da kann er hier noch ein wenig was verbrauchen. Aber naja, gut, okay. Eine Möglichkeit prinzipiell wäre natürlich ja auch noch viel mehr von den Regensammlern überall aufzustellen. Also irgendwo wäre hier Platz und hier Platz. Ich meine, der Kupfer, die Kupferherstellung. Ja, das ist auch gerade ziemlich leer hier. Das ist nicht gut. Da machen wir auf jeden Fall weitere Regensammler hin. An die Stelle schon. Was ist das hier, dass wir unten noch durchfahren können? Das wird hier ziemlich eng. Das müssen wir erstmal abwarten. Gut, aber ihr könnt trotzdem mal hier wegen des Anschlusses nochmal so und so. Das Holz und hier, dann haben wir zumindest mal einen mehr schon. Den würde ich abbauen, wenn der Anschluss da fertig ist. Jetzt hat er gesetzt. Okay, alles klar. Oh, ist er dann wieder weggemacht. Ist aber auch gemein. Na gut, dann müssen wir, wenn wir das andere Ding setzen wollen, müssen wir den wieder abreißen, weil erstmal, damit wir hier unten langkommen, unter dem, denn da brauchen wir erst hier noch ein paar Aufschüttungen. Ist halt denn doch wichtig. Ich finde das gerade interessant. Ich hätte gedacht, dass wir mit dem Wasser hier auskommen, was wir haben. Dem ist nicht so. Wir brauchen mehr Wasser. Aber gut, schauen wir mal, wie das an der Stelle hier läuft. Jetzt haben wir ja hier gerade 50% mehr. Es muss halt nur öfter mal wieder regnen. Gut, ist auch gerade. Ja,
Könnte auch hier gerade wieder etwas voller laufen. Ja, wir sind hier wieder. Gucken, wie hoch wir kommen hier, aber man kann es gerade einigermaßen verfolgen. Klar, wir ziehen Grundwasser ab, aber insgesamt steigt es. Wir waren ja schon mal auf 18,2 runter. Jetzt wandert es gerade wieder gegen 18,7 hier. Der Regen füllt das Grundwasser wieder auf. Finde ich auch ziemlich genial, wie das hier so umgesetzt ist. Also, dass sie das auch bedacht haben, schon toll. Also, gerade auch, was hier so den ein oder anderen Realismus angeht, da sind wir fast schon so auch auf dem Level von Workers and Resources, was an der Stelle wahrscheinlich mit das Genialste ist, was wir aktuell da so haben auf dem Markt. Werde ich demnächst auch wieder noch eine Serie machen. Aber jetzt sind wir erstmal weiter noch hier bei Captain of Industry. Und wie weit seid ihr hier unten mit dem Aufschütten? Naja, es zieht sich. Es geht hier gerade nicht so richtig vorwärts. Die ersten hier, naja, wir haben jetzt ja doch eine Menge Fläche. Den nehme ich mal raus hier gerade. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Die Sachen hätte ich schon ganz gerne, dass sie hier rumfahren können. Ja. Und dass da so gar kein Eisen zusammenkommt, finde ich irgendwie auch erstaunlich. Vielleicht haben wir da schon wieder was abgezwackt. Ich meine, noch eine Eisenproduktion hier drunter setzen, hat glaube ich gerade nicht so viel den Wert, solange war ich ja nicht reichlich am. Aber guck mal, wie Kohle sind wir inzwischen bei 700. Die Kohle sammelt sich schon an. Noch eine Eisenproduktion würde fast gehen. Mhm. Er braucht Energie, aber Energie kein Problem. Da sind wir reichlich, seit wir die mechanischen Dinger da aufgezogen haben. Braucht auch Leute. Auch an der Stelle ist es unkritisch. Ja, ich würde wirklich fast sagen, na gut, es braucht natürlich auch Eisenerz und Kohle. Ja, ja. Aber ja, mal gucken, wie wir das denn hier rankriegen. Du musst hier runter mit der Schlacke. Ich glaube, ein dritter wäre schon gar nicht übel. Da brauche ich mehr Abstand, sonst kriege ich die Schlacke da nicht durchgefummelt. Hm. Wo stehen wir denn? Wir haben reichlich Eimer, wir haben auch ganz ordentlich zweier Teile. Ist es immer noch ganz okay und ihr war da unten zu Potte kommen. Hier beim Frachtdepot, da wird es schon immer noch eine Weile dauern, ja. Vielleicht mache ich das wirklich mal. Ich kann das ja zumindest mal hier einplanen, ob ich es dann gleich fertig bei oben Einsatz nehme. Ich traue der Kohle noch nicht so ganz. Andererseits, wir haben ja jetzt durchaus Kohle. Und ja, jetzt sind die Bänder vollgelaufen. Ja, jetzt funktioniert es gerade und jetzt kommt ja auch das Eisen dazu. Andererseits, das ist schon alles relativ knapp. Also noch eine weitere Eisenproduktion ist bestimmt nicht verkehrt. Und dann brauchen wir perspektivisch wahrscheinlich noch einen weiteren Bagger beim Eisenerz, bei Kohle sowieso. Aber ja, wobei hier läuft eigentlich ganz gut ein. Wie sieht es denn hier aus? Eisenerz ist hier etwas mehr als notwendig im Abbau. Hm. Na gut, also wie viel Platz braucht man denn? Es wird halt schwierig. Wenn ich den hier runterziehe, dann ist ja hier der nächste Hochofen, den kann ich nicht direkt ansetzen, sonst kriege ich hier die Schlacke nicht abtransportiert. Da brauche ich, wenn ich da zwei dazwischen mache, dann müsste es gehen, dass ich ausreichend hochkomme, ja. Okay, dann pass mal auf, dann gehen wir das doch mal an. Wie fehlt mir gerade hier? Wo ist denn hier mein Ton vom. Kein Ton da. Muss hier nicht irgendwie was klicken? Da klickt gerade nichts. Ja, nix. Musik höre ich, ja, aber die Dinger, da der Ton ist weg. Was ist da wieder passiert? Audio. Das wäre Benutzeroberfläche oder Objekte. Musik will ich nicht zu laut. Effekt. Da ist irgendwas gerade kaputt gegangen. Fortsetzen. Hm. Fehlt irgendwie. Tja. Okay, vielleicht in meinem nächsten Laden. Gut, wir sind Early Access. Passiert schon mal. Eigentlich war doch da immer irgendwas an Geräuschen, dachte ich, aber vielleicht irre ich mich da auch. Ich meine, die Musik haben wir und irgendwie höre ich auch so
Umgebungsgeräusche sind definitiv welche da. Aber naja, gut. Okay, wir werden sehen. Also, wir wollten hier auf Abstand 2. Und dann gehst du auch hier auf 2. Der kommt hier hin. Das passt. Die kann ich rausführen. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Wollen wir mal sehen. Und hier rein. An der Stelle ist es easy. Jetzt hört man auch hier beim Drehen. Ja. Das sind schon irgendwie da die Töne. So, also jetzt war das Problem hier mit der Schlacke. Der ist einfach. So, den. Das wird nach wie vor unproblematisch sein. Und jetzt ist halt die Frage, wie wir den da hochkriegen. Und da denke ich, da ist das Beste, ja, wenn wir das so rummachen. Das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich hier die beiden Felder Platz gelassen. Dann können wir den da anschließen. So, da kommt das Eisen raus. Da kommt es hier raus. Und dann haben wir eigentlich alles. Und hier unten, das ist auch vom Platz her, sollten wir wirklich noch mehr brauchen. Ein Eisen, da können wir irgendwann hier noch einen weiter einstellen. Im Moment wird es wahrscheinlich etwas eng werden vom Platz her, aber wir werden ja hier dann auch wieder weiter aufschütten. Na gut, Unity reichlich vorhanden. Neue Flüchtlinge sind auch gerade gekommen. Gibt auch noch, naja, dann können wir es auch hier mitmachen, wenn ich das hier so sehe. 84. Gibt noch ein paar Rohstoffe. Nicht wahnsinnig viel, aber immerhin. Na gut, pass auf. Mach. Also, Moment. Das ist noch nicht ganz fertig gewesen. Wir haben ja noch gar falsch, wir haben ja noch gar kein Eisenerz und Kohle angeliefert. Das hatte ich schon gesehen. Das könnte hier schwierig werden, so wie ich das gebaut habe. Dann müssen wir auch, müssen wir den hier ran tun. Ja, okay. Dann geht's. Weil von hier abzweigen kann ich nicht, weil direkt daneben schon die andere Abzweigung ist. Aber wir werden das hinkriegen. Immer von hier Höhe 1. Von hier her so. Und dann hier hin. Und von hier nach hier. Und dann geht's aber. Mach. So. Läuft, okay. Dreimal Eisen. Naja, mal gucken. Aber wir haben natürlich, wie gesagt, jetzt auch höheren Bedarf. Aber müssen wir mal sehen. Ich denke, grundsätzlich wird das schon gehen. 3 Bagger haben wir hier. Dann sind wir bei 14. Machen wir mal noch einen dahinter und dann auch noch einen LKW. Und dann, ja, ich würde sagen, den einen Bagger zum Eisenerz und wahrscheinlich dann jetzt schon 2 zusätzliche zu Kohle wäre mal der eine Ansatz. Hier muss auch noch ein Bagger hin und ich würde sagen, jetzt sind wir eigentlich auch schon so weit, dass wir langsam anfangen sollten, unsere, naja, wie sagen wir es mal, unsere Flucht hier von dieser Insel zu planen. Weil es ist natürlich absehbar, gerade auch was die freien Flächen angeht. Ich habe ja schon gesagt, wir haben hier dann noch ein Feld für Nahrung. Das ist alles relativ unproblematisch. Wir würden wahrscheinlich hier irgendwo auch mit etwas planieren, noch ein weiteres Feld für Nahrung hinbekommen oder eine Farm. Aber danach wird es halt einigermaßen schwierig. Ich habe schon geschaut, hier vielleicht noch so. Also Felder kriegen wir noch ein paar hin, aber wir können natürlich nicht überall hier unsere Wohnungen verteilen. Also hier die Siedlung, die Unterkünfte. Das wird nichts, weil wir brauchen ja die Anschlüsse, die sollten schon einigermaßen zusammenstehen. Und wie gesagt, wir kriegen hier insgesamt 6 Stück hin. Wir kriegen hier dann auch nochmal 3, das sind 9. Und mit neuen Siedlungen kommen wir schon ziemlich weit, aber das wird nicht reichen, um das ganze Spiel durchzuziehen. Und wir haben ja auch irgendwann noch viele, viele andere Produktionen. Das kriegen wir nicht vernünftig hin. Die beste Lösung ist einfach, wir ziehen um auf diese Insel. Oder umziehen ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Wir expandieren dahin, weil hier haben wir viel Platz. Wir könnten mal zum Beispiel auch die Siedlungen direkt hin verlagern, dann sind die da hinten weg. Wir könnten vielleicht auch die Nahrung Erzeugung komplett nach hier verlagern. Wir haben ja auch unter anderem aber hier auch noch ein paar Rohstoffe. All das, was hier für den einfachen Start hier so schön hingelegt worden ist, das können wir alles nutzen. Dafür müssen wir aber hier eine Landbrücke schaffen. Und die Idee wäre prinzipiell, ja, das können wir ja ruhig mal angehen. Ja, irgendwo
Kann ich das hier hinsetzen? Das weiß ich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das einigermaßen hinbekomme. Der Kontrollturm ist noch das Einfachste. Ich brauche dann aber auch, sonst wären die Wege zu weit. Da hätte ich auf jeden Fall mal den Kontrollturm. Ich brauche auch noch ein Tanklager und eine Tankstelle, damit denn hier auch die Fahrzeuge tanken oder betankt werden können. Ja, mal gucken. Oh, hier ist die Tankstelle. Sieht das an dem Relief, das ich relativ schwierig. So rum vielleicht etwas besser. Muss ich irgendwo noch mal gucken und suchen. So, bei den Bäumen ist es noch ein bisschen gerader. Naja, vielleicht mache ich das dann nach der Folge. Ich bin noch mal in Ruhe an. Ich habe mir da schon mal rausgesucht. Ich meine, man kann es an. Wir würden hier schwach. Guck mal, da war es jetzt gerade etwas flacher. Gut, ich brauche aber auf jeden Fall auch noch ein Tanklager. Ohne das wird es nicht gehen. Das heißt, den brauche ich auch noch. Ja. So, und jetzt müssen wir auch noch den Anschluss kriegen. Oh ja, das ist gut. Kommst du ran? Ach Mist. Es wäre zu schön gewesen. Nee, da ist kein Anschluss. Aber gut, da kommen wir ran. Dann müssen wir die Tankstelle doch mal leicht versetzen. Hier war sie eben. Hier vielleicht. Nee. Auch noch nicht. Ach, das ist doch doof. Was machst du denn wieder mit mir? Naja, klar, das geht hier hoch. Jetzt haben wir es. Jetzt hat er verspielt. Okay, wunderbar. Das heißt, wir können dann hier Diesel anliefern lassen. Können hier Tankautos hinstellen. Die Tankautos können dann hier die Bagger betanken und die LKWs, die wir hier haben, die können dann hier tanken fahren. Das wäre mal so die Idee. Werden wir auf jeden Fall hinbauen. Und wir haben hier auch schon inzwischen hier das Planierungsgebiet. Also das ist eigentlich auch ganz toll. Das ist so eine Kombi aus Abbauen und Aufschütten. Ich würde sagen, wir gehen mal hier in Höhe 1. Das müsste an sich... Haben wir da ein Problem mit perspektivisch? Wie eigentlich sollte das funktionieren? So, mal gucken. Hier irgendwie schon reinfahren. Sind hier zu hoch, zu tief. Sehen. Wir sollen mal sehen, ob die da hinfahren können. Ich meine, die Felder sind rundherum rot. Das ist erstmal nicht gut. Das ist ja aber eigentlich der Sinn. Das ist schon ganz schön nach unten gebuddelt. Das könnte schon sein. Kannst du mir ihn nach hier noch machen? Ich wüsste das. Hier oben müsste nicht abfahren. Das ist nicht notwendig. So, dann müssen wir uns jetzt hier an der Küste immer so schön in Höhe 1 langhangeln. Wir bauen hier ab, schütten hier auf und auf die Art kriegen wir hier einen Weg vorbei. Das werde ich sicherlich dann so nach und nach immer noch etwas anpassen müssen. Aber das ist mal so die Grundidee. Machen wir es vielleicht erstmal bis hier. Und ob ich jetzt hier schon rein kann, weiß ich nicht. Hier müssen wir mal sehen. Okay, dass wir da noch einigermaßen hinfahren können. Okay, und dann kommst du hier Kontrollbogen, du kriegst den Bereich zu diesem. Wie weit komme ich denn? Naja, geht so ein. Oder hätte ich noch ein bisschen weiter gekonnt. Aber ist egal, wir müssen sowieso hier anfangen. Da werden wir dann einen Bagger hinschicken und einen LKW, dass die da mal anfangen können. Ich das hier schon irgendwie hinsetzen. Das geht sogar. So. Okay. Und um dahin zu kommen, müssen wir natürlich hier oben. Im Moment ist das hier der Weg, weil wir können hier noch nicht an der Ecke vorbei. Insofern war es halt auch wichtig, dass wir hier die Rampe haben, dass wir hier rumkommen, sonst kommt da hinten keiner hin. So, da ist der Bagger fertig. Der geht aber definitiv noch mit in die Kohle erstmal rein.
Chip wurde vollständig repariert, weil wir jetzt hier auch etwas Eisen wieder gekriegt haben. Super. Die Schwung. Ja, zweites Schleife. Schwungrad ist fertig. Naja, jetzt haben wir doch hier einiges an Eisen gekriegt. Da hat auch das Schiff gerade noch gewartet. Musste repariert werden. Dann können wir vielleicht hier. Das war von diesem Besuch. Hm? Naja, dann gucken wir mal hier. Geht immer nur mit hin und her schalten. Also wir haben diese Position und diese beiden noch und dann haben wir hier noch einen, die wir noch erkunden müssen. Na gut, okay, gar nicht schlecht. Wie sieht das im Moment aus? Die sind beide noch voll. Lauft ihr alle durch oder? Ach, naja, ich weiß, was ich vergessen habe. Wir müssen hier die Schlacke natürlich leeren. Okay, okay, okay. Deshalb stand hier gerade wieder mal alles, aber was soll's. Geht schon. Wird sicherlich gleich jemand kommen und die Schlacke dann hier runterschaufeln, weil das ist insgesamt unsere Übungsposition. Ja. Hier oben haben wir gerade nichts mehr, das haben wir schon fertig. Hier werden wir dann auch wieder aber Sachen demnächst verkippen. Aber trotzdem, diese Sache ist halt hier einfach wichtig, weil wir brauchen die Fläche, wie schon erwähnt, in dem Moment, wo unser Rohöl zu Ende geht. Das ist noch kurzfristig noch nicht so weit, aber ja, es wird bald passieren. So, dann haben wir hier vielleicht schon ein paar Bäumchen drin. Guck mal, unsere ersten Jungbäume sind schon geliefert worden. Wir brauchen aber... Was machst du eigentlich jetzt inzwischen hier? Ich habe doch hier eigentlich gar nichts markiert. Zum Abholzen. Achso, ne, das ist interessant. Das macht er denn, obwohl ich hätte gedacht, dass in diesem Bereich nur da geerntet wird, also von den Holzvollerntern, die hier zugewiesen sind. Wieso in aller Welt erntet dieser Holz die alle beide hier drin? Also an sich ist es ja in Ordnung. Ist ja viel näher als da hinten. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass... Ich habe momentan keine anderen Bäume markiert. Vielleicht fahren sie hier hinten hin, wenn da welche markiert sind, aber das ist definitiv unerwartet. Weil es sind hier keine Bäume zum Abholzen. Jetzt fährt er da. Ja, jetzt fährt er dahin. Hm. Gut, das heißt, wenn keine Bäume irgendwo markiert sind, dann gehen sie in den Bereich von den Forstkontrolltürmen. Schau an, schau an. Ist das wirklich so gewollt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das macht. Weil wenn ich den hier ausgewählt hätte, ja, dann schon, aber so. Finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Ist jetzt kein Beim. Definitiv nicht, aber naja. So neue Flüchtlinge. Gut, die bringen auch wieder Zeug mit. Und jetzt ist Schluss. Mehr Platz aber nicht. Noch 20, ja. Der nächste Bagger, der kommt, wird hier zugewiesen, damit wir hier weiter arbeiten können. Aber wir haben jetzt 62 Arbeiter im Moment im Überschuss und das ist natürlich sowieso mehr als reichlich. So, da ist hier unser Baumpflanzer, der braucht noch Teile, Fahrzeugteile. Mhm. Na gut, so wie sieht es hier aus? Guck mal, die haben das ganze Ding. Sehr schön. Können wir ja mal zugucken, die fahren das alles da runter. Können wir mal mitfahren. Etwas Speed, bitte. Wenn ich das hier zumache, bleiben wir denn da drauf? Jo, das finde ich ja schön, das Fenster war da doof. Das sind ja relativ viele, sehr schön. Gleich 6 volle LKWs, die wir hier gerade verfolgen. Und da werden garantiert vorher schon welche gewesen sein. Wollen wir mal gucken, wo schütten sie denn das hin gerade? Schütten das hier oben hin, naja. Dann haben wir irgendwann die Ecke da, was per se auch nicht ganz so schlecht ist. Aber wir sollten das trotzdem hier nochmal begucken. Das ist wirklich alles so. Ich denke, hier gehe ich doch mal raus. Ja, Kampf. Aber gut. Die schütten erst hier rein. Fragt man sich natürlich, ich meine, die kommen von da oben, ne, da von links. Wieso schütten die hier und nicht hier? Dieses Ding ist doch viel näher, sowohl Luftlinie als auch Fahrtlinie. Das kann ich ehrlicherweise auch schon wieder nicht verstehen. Aber ich werde das trotzdem so lassen. Wie gesagt, ich hätte ganz gerne hier die Umgehung von dieser Ecke. Ich würde aber die Sachen hier mal zumindest ausnehmen. Die Ecke können sie gerne machen, dass wir da rumfahren können, aber ansonsten sollen sie hier hinschicken. Kampf, wir sind nicht kaputt gegangen, aber ja gut, wo waren wir hier unten? Natürlich war da auch wieder jemand.
Haben wir noch drei Fälle, die wir aufklären können. Okay. So, hier läuft alles schön durch. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Kohle, naja, das ist jetzt mal weiter gestiegen. Ja, Kohle haben wir jetzt vor Produktion definitiv. Wahrscheinlich habe ich es im Moment hier schon wieder zu gut gemeint. Nehmen wir mal hier einen raus. Du kannst hier rein. So. Dann müssen wir das beobachten, wie sich das vor allem hier entwickelt. Ich denke, wir werden Eisen, zusätzlichen Eisenplatz Sammler brauchen. Ein Bagger. Und wahrscheinlich müssen wir irgendwann dann doch hier noch einen für die Gruppe hinstellen. Was haben wir denn hier? Die sind diese drei. Einmal Eisenerz, einmal Kohle und nennen wir es Escape für die Insel. Was wir da gerade vorgesehen haben, wobei, jetzt fällt mir gerade auf, wir haben natürlich auch noch den hier. Auch da will ja noch einer hin. Boah, da müssen wir noch einen Bagger. So viele Bagger. Wahnsinn. Und die fressen natürlich insgesamt dann auch wieder Treibstoff. Da müssen wir dann mal gucken. Wir haben natürlich ja die Treibstoffersparnis irgendwo drin. Wo stehen wir denn im Moment hier so? Gib mir mal die Statistik. Vollständiger Verbrauch. Der ist deutlich höher als die Herstellung. Hm. Aber keine Ahnung, da waren vielleicht auch hier nur die Lager voll. Das wäre unser Max. Und hier müssen wir mal sehen, was an der Stelle ist. Das ist natürlich auch hier mit der Herstellung. Tja, na, mal sehen, das Schiff, das Schiff ist da, das hat auch gerade wieder Treibstoff gefressen. Hm. Da sind natürlich immer mal so Einmaleffekte dabei, wo es denn schwer ist von der Wichtung. Du bist trotzdem gerade wieder hier zurück und ich werde ihn einfach nicht. Wieso kann ich ihn da nicht? Ist zu weit weg. Hm. Sehr weit weg. Wow. Was war das? Das war nicht, wenn ich das wollte. Der Zugabe etwas raus reinzoomen kann ich nicht. Das ist ja wirklich sehr seltsam. Ich kann nur rauszoomen, nicht rein. Wieso eigentlich nicht? Das soll garantiert nicht so sein. Ich kann es nicht mehr vergrößern. Was ist denn das hier? Das ist ja seltsam. Tja, gut, ich meine, wir sehen alles auf der Karte. Im Moment ist nicht schlimm, aber das war doch vorher alles größer und ich kann es mit Mausrad nicht vergrößern. Geht nicht, der reagiert nicht. Der reagiert nur auf das Mausrad in die andere Richtung. Das finde ich ja schon doof. Hm. Na gut, also hier kommen wir nicht hin, hier können wir nicht hin, dann kommen wir hier garantiert auch nicht hin. Wir heißen, wir haben alles aufgeklärt, wo wir momentan rankommen. Und da kommen wir dann erst hin, wenn wir einen größeren Tank haben. Gut, kann ich mit leben, dann kann das Schiff hier erstmal stehen bleiben. Keine Verwendung für den Moment dafür. Hier geht das Mausrad durchaus beim Zug. Ach ja, solche Sachen wieder hier. Hier macht Dinger. Kannst du mir nicht mal irgendwo, wo hast du denn jetzt hier dein Problem? Gut, da fehlt natürlich auch das Eisen, klar. Jetzt läuft da hier auch durch. Naja. Immerhin, hier kommt jetzt etwas mehr Eisen und dann können sie das hier auch hinschaffen. Und dann werden wir auch weitere Fahrzeugteile kriegen und dann geht es an der Stelle auch weiter. Na gut, alles klar. Und hier ist es gerade, ja, man kann es ja ahnen mit dem Eisen, das ist, ich ist fast zu wenig. Wenn ich fast, das ist zu wenig. Das ist repariert, das ist gut. Wir gucken noch mal kurz uns im Gelände um, ob hier irgendwelche Dinge kaputt sind. Sieht aber nicht so aus. Das hier wird so schnell erst dann stabil werden, wahrscheinlich, wenn wir von hier oben schütten. Und da habe ich jetzt inzwischen durchaus Sorge, weil wenn wir hier zuschütten, dann kommt der hier nicht mehr durch. Wird schon wichtig sein, dass wir die Ecke hier haben, damit wir hier hinten durchfahren können. Wir sind schon zwei unterwegs gewesen. Ich vermute mal, die hier ja Treibstoff da reingefüllt haben. Das ist auch gar nicht so übel. Okay, okay, okay. Alles gar nicht schlecht. Naja, gut, dann gucken wir nochmal, wie weit wir hier inzwischen bei der Aufschüttung sind. Tja, naja. Es hat sich hier an dieser Linie nicht sehr viel getan, leider. Jetzt kommt jemand, der da noch was hinbringt. Naja, wir werden es hinbekommen. Wir haben ja nach wie vor genügend Rohöl, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ja, ich würde mich deutlich wohler fühlen, wenn es hier ein wenig schneller gehen würde.
Weil ja, wenn das Rohöl erst weg ist und wir haben ja die, die Destillation hier noch nicht hingestellt ist, dann haben wir ein echtes Problem. Wir gucken noch mal, wo stehen wir denn hier? Wir sind hier noch bei knapp 15. Naja, okay. Das heißt, so grob von der Menge her haben wir noch knapp ein Drittel. 30%. Naja, das steht ja hier. Es steht ja da, man muss nur lesen. Und das ist eigentlich schon noch ganz in Ordnung. Allerdings, wenn man jetzt eben nach und nach ja wirklich immer mehr und immer mehr von den Fahrzeugen hinstellen, dann wird es natürlich auch schwierig. Da kann mir mal einer sagen, das Ding ist fertig. Wo bist du jetzt hingefahren? Baumbastler. Tja, na gut, dann weisen wir den jetzt hier mal zu. Das ist okay. Dann würde ich sagen, wir weisen denn hier auch noch mal einen hier zu von den Baumpartnern. Denn ist hier nur einer. Einer kann gerne hier hinten. Der zweite, der wird dann eben hier ernten, was wir hier im Moment noch haben oder was eben da die Baumpflanzmaschine anpflanzt. Okay, dann haben wir das auch mal auf die an den Start gebracht. Ja, wie wir. Wir haben 108 Jungbäume, da kann der erstmal ordentlich pflanzen, hat da was zu tun. Sind ja auch einige Felder frei. Die Gasverbrennung haben wir noch erforscht, wunderbar. Damit sind wir an der Stelle auch optimal vorbereitet. Ja, es fehlt hier einfach der freie Platz. Aber andererseits, wenn ich mir das so als hier so. Es wird aber gehen. Gut, soll für den Moment dann wirklich erstmal wieder genügen. Vielen Dank dann wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar da. Gern auch Kritik, Tipps, Hilfen, immer gern genommen. Daumen und Abos natürlich sowieso. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.